Grüß Gott allerseits. Im Evangelium der zweiten Adventswoche wird uns von Johannes dem Täufer erzählt. Er ist der letzte Prophet gewesen vor Jesus Christus und wir kennen alle seine Kernbotschaft. Bekehrt euch zu Gott. Die Bekehrung also, das Notwendige wird auch im Evangelium stehen und dann Jesus nachzufolgen und ins Himmelreich zu gelangen. Was ist aber diese Bekehrung? Fragen wir Therese auch heute. Sie möge uns da helfen. Bekehrung heißt erst einmal nicht unbedingt was Besonderes zu leisten. Es bedeutet vielmehr, das Zentrum des Ganzen, des eigenen Lebens zu ändern. Das Zentrum bin nicht mehr ich, also mein Leben ist nicht ein Schauen auf mich selbst, ein Kreisen um mich selbst, sondern ich lasse Jesus in mir leben. Das ist ein Bild natürlich, aber die meisten verstehen ganz gut, was damit gemeint ist. Ich versuche, ihm Raum zu geben in meinem Herzen, das heißt wieder ein Bild fürs ganze Leben. Sich öffnen für Gott. Das ist diese Bewegung des Glaubens in mir, eine Bewegung, die natürlich auch aktiv ist. Ich muss mich dafür entscheiden, muss es versuchen, aber wesentlich, sagt Therese, ein Empfangen ist. Also glauben wir nicht, dass die Bekehrung oder die Umkehr allein unsere Entscheidung ist und noch weniger wird diese Umkehr im Leben allein durch unsere Kräfte bewirkt. Sonst würden wir sehr lange darauf warten müssen. Nein, also die Hauptbewegung kommt von Gott selbst, der uns anbietet, sozusagen umzukehren zu ihm. Es ist er, der leben will in uns durch seinen Geist. Und wir dürfen es ihm ermöglichen, also mich dafür zu öffnen, bereit zu machen, und formbar zu sein. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, sagt der heilige Paulus im Galaterbrief. Ein Kurswechsel, der gewaltig sein kann in unserem Leben, aber immer von Gott selbst initiiert. Mit Zustimmung unseres Willens, unseres Glaubens, aber doch von Gott aus bewirkt. Das ist nämlich wichtig, auch in unseren Überlegungen, weil Therese darauf viel Wert legt. Also sie macht selber nämlich die Erfahrung, aus eigener Kraft nicht wirklich sehr umkehren zu wollen. Also sie wollte immer eine Heilige sein und hat aber umso mehr, vielleicht umso deutlicher, weil sie so aufmerksam war, erfahren, dass sie es nicht schaffte. Also sie schaffte nicht alles zu erfüllen, was man sich da unter Heiligkeit vorstellt. Perfektion und keine Fehler machen. Sie hat aber zu einem gewissen Punkt in ihrem Leben diese Wende geschafft, diese Intuition gehabt, sich ja durch den Geist Gottes selbst inspiriert, dass es eben nicht darauf ankommt, perfekt zu werden. Das ist nicht die Umkehr, die Jesus meint. Diese Umkehr des Herzens, diese Kehrtwende, so diese Wende im Leben, hat in Gott einen Ursprung, in Gott selbst. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, sagt wieder der heilige Paulus im Epheserbrief. Also man könnte sagen, der Mensch wird bekehrt und nicht bekehrt sich. Und noch einmal, das ist ein sehr wichtiger Punkt für Therese, dass wir es endlich verstehen, dass unsere Rolle beim Ganzen nicht so sehr das Schaffen und das Tun ist, sondern das Geschehen lassen. Also ein Leben zu führen, das sich in diese lebende Bewegung von Gott aus zu mir
einfügt, in diese liebende Abhängigkeit von Gott einzutreten. Gott ist es, der sich danach sehnt, mich zu retten, mich zu lieben. Und nicht soll er mich öffnen dafür, mich verfügbar machen. Nur, das könnte etwas naiv klingen, sollen wir also nur auf die Barmherzigkeit Gottes hoffen und nichts tun, also ganz passiv bleiben, er wird es schon richten sozusagen, Gott liebt ohnehin jeden Menschen und so weiter und so fort, also sollen wir da einfach warten. Ja, der Weg der Kindschaft von Therese ist alles andere als rein passiv. Dieses Empfangen der Gnade Gottes ist in der Tat gleichzeitig auch sehr aktiv. Es bedarf unserer Entscheidung nämlich. Gott wird unsere Freiheit nicht unterdrücken, sondern er bietet es ständig an, dass er uns bekehren darf, dass er uns lieben darf. Und wir sollen, und das ist schon aktiv, akzeptieren, dass er mich lieben will und ihm Raum machen in meinem Leben. Jesus fordert keine großen Taten also, sagt uns Therese, sondern nur Hingabe und Dankbarkeit. Hingabe im Sinne von, ja, von Vertrauen. Das ist ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis des Weges der kleinen Therese, der Weg der geistlichen Kindschaft. Es ist die Hingabe des kleinen Kindes, das ohne Furcht in den Armen seines Vaters einschläft, sagt Therese. Denn der Herr weiß, dass wir schwach und klein sind, also von uns aus nicht fähig sind, so perfekt zu werden, wie auch immer man sich das vorstellt. Und dafür also macht er uns auch keinen Vorwurf. Er hilft uns, er gibt uns einen Lift, sagte Therese. Ja, Sie kennen den Aufzug vielleicht. Also er selbst neigt sich uns zu und hebt uns empor. Wir müssen in dieser Demut bleiben, vielleicht auch anerkennen, dass wir eine Schwäche haben, dass wir es eben nicht selber vollständig schaffen und zugeben, dass wir getrennt von ihm nichts Großes vollbringen können. Also ein großes Stück Misstrauen gegen mich selbst, auch auf dem Weg der Heiligkeit, und immer mehr Vertrauen zu ihm. Und das ist schon eine Entscheidung, auch den Willen aufbringen, ihm zu gefallen, ihm zu entsprechen, einfach ihm auch nahe zu sein. Therese ist in diesem Glaubensweg sehr kühn, wissen Sie. Also sie bleibt eben nicht stecken in der Traurigkeit über die eigenen Grenzen oder über die eigenen Fehler und Sünden, sondern behauptet, Jesus wird uns emporheben. Also sie vertraut so stark auf Jesus, dass, ja, dass sie sich darauf verlassen kann, gerettet zu werden, bekehrt zu werden, geliebt zu werden. Und diese Kühnheit des Kindes, könnten wir auch sagen, empfiehlt sie uns ebenfalls. Also nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, nicht einmal unsere Schwäche, wenn wir eventuelle Sünden bereuen und uns immer wieder für die Gnade öffnen. Diese Gnade beruht nämlich nicht auf Verdiensten, dass wir etwas besonders gut gemacht hätten, wie auch immer, sondern auf der Gnade, die der Mensch von der Barmherzigkeit Gottes empfangen kann. Die Kraft dieser Aussage ist nicht leicht zu erfassen, weil, wie gesagt, zu leicht wäre es doch so zu verstehen, dass wir uns also um nichts mehr kümmern sollten, weil Gott es eh richtet sozusagen. Unser Anteil bleibt wichtig natürlich. Gott will es mit uns machen, nicht
über uns hinweg. Und es wird so ein Zusammengehen in großer Lebendigkeit. Vergessen wir nicht, für Therese, die Gnade der Barmherzigkeit ist etwas, was unser Leben erneuert. Der Geist erneuert unser Leben. Vergibt nicht nur unsere Sünden, sondern dadurch auch gibt uns neues Leben. Und es ist dieses neue Leben im Advent jetzt oder eine Annäherung daran, dass ich Ihnen, die ich Ihnen sehr wünsche. Versuchen wir beim Hinhören auf das Evangelium und auf die heilige Therese unsere Bereitschaft, mich umkehren zu lassen, könnten wir es ausdrücken, zu erneuern. Fragen wir den Herrn, was wir dazu tun sollen.